Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, geht es heute um ein Dior-Unboxing. Aufmerksame Zuschauer unter euch werden wahrscheinlich schon wissen, um welches Produkt es sich hier in dieser Dior-Verpackung handelt. Ich werde noch nicht zu viel verraten. Ihr müsst tatsächlich entweder jetzt skippen oder das Video weiterschauen, denn ich habe hier ein Paket, das heute Morgen angekommen ist. Kurzer Disclaimer, also mein Opa und ich haben in der Vergangenheit bereits von Dior Sachen zugeschickt bekommen für Influencer-Aktivitäten. Man kennt's. Dieses Produkt habe ich selbst gekauft, selbst bezahlt, den vollen Preis. Hier ist also nichts gesponsert, das ist keine Werbung, es ist einfach nur... Ja, ich zeige euch einfach, wie ich das Produkt jetzt auspacke. Macht man es auf. Dann kommt einem dieses wunderschöne blaue Inlay entgegen. So sieht das Ganze aus. Der Karton ist bis auf den zweiten Dior Verpackungskarton eben leer. Wir haben hier diese wunderschön verpackte Dior Box mit dem Dior Geschenkband. Hier wird sich sehr wahrscheinlich die Rechnung oder der Retourenschein drin. Hier ist auf jeden Fall eine Karte drin. Das kommt jetzt unerwartet, und zwar, ich hoffe, dass ihr es lesen könnt. Ja, wunderschön. Also gut, jetzt kann ich ja schon mal sagen, es sind Schuhe. Sollte man vielleicht auch an dem Karton erkennen. In dieser Box haben wir dann auf jeden Fall schon mal die Schuhe unten drunter. Ein kleines Dior Booklet, beziehungsweise irgendwas Unnötiges. Wie es für Designerschuhe üblich ist, zwei Dustbags, die unter uns gesagt und ganz ehrlich gesagt komplett unnötig sind und am Ende eh irgendwo in der Box oder in der Ecke vergammeln. Und dann trennt uns nur noch wahrscheinlich dieses Verpackungspapier von den Schuhen. Hier haben wir die Dior Explorer Loafer in dem Oblique-Obermaterial. Ein wunderschöner Schuh auf den ersten Blick. So, bis auf die Schuhe ist auch nichts anderes in der Box. Wir haben hier den Dior Explorer Loafer in dem schwarzen Glattleder mit dem Dior Monogramm auf der Toebox. Ich bin überrascht. Ich hätte gedacht, dass der Schuh noch ein Ticken schwerer sein würde. Also, er ist auf jeden Fall schwer, vor allem im Vergleich zu Sneaker natürlich. Also, er ist ein bisschen schwerer als meine Doc Martens 1461, aber auch nicht großartig schwerer. Ich bin sehr gespannt, wie er mir passt. Also, ich trage grundsätzlich in meinen Sneakern eine US 8,5, das entspricht meistens einer 42. Bei Stiefeln beziehungsweise Doc Martens und anderen Lederschuhen trage ich grundsätzlich eine Größe 41. Ja, nach Nachfrage beim Footwear-Designer bei Dior, dem netten Thibaut, der meinte, eine 41 sollte mir in diesem Fall wunderbar passen. Deswegen, let's put this straight on my feet. Bin sehr gespannt, ob er mir passt. Ja, zuvor noch ganz kurz. Wir haben hier schwarzes Kalbsleder, falls es jemanden interessiert. Und was ich an diesem Loafer so schön finde, ist, dass er eine dickere und dementsprechend auch ein bisschen sportlichere Sohle hat. Also die Gucci Horsebit Loafer beispielsweise, dieses ganz klassische Modell von Gucci, da wäre mir die Sohle etwas zu dünn. Das finde ich passt nicht zu meinem Style oder zumindest noch nicht. In diesem Fall haben wir eben diese dickere Sohle. Den Eindruck, als hätten wir diese Outsole, die etwas dicker ist, dann noch eine mittlere Sohle oder zumindest Gummierung, die dem Ganzen auch nochmal einen etwas dickeren, schwereren und chunkieren Look gibt. Die Verarbeitung wirkt auf jeden Fall auch sehr hochwertig. Ich meine, wir reden hier von einem 750-Euro Schuh, da darf man das auch erwarten. Das Einzige, was mir jetzt negativ auffällt, ist, dass... Moment, dafür stehe ich mal kurz auf. Hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier, wo man den Penny reinsteckt bei Pennyläufern, da ist das Leder auf jeden Fall ein ganz klein wenig beschädigt. Das wäre jetzt für mich natürlich kein ausschlaggebendes Kriterium beim Kauf dieser Schuhe, denn ich habe eh vor, die Schuhe zu tragen. Aber es ist natürlich schade zu sehen, dass wenn man so viel Geld für ein paar Schuhe ausgibt, sie doch nicht flawless sind.
Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob sie mir auch passen. Sie passen. Ich krieg sie wunderbar an meinen Fuß und sie passen auch sehr gut. Ja. Sie gefallen mir wirklich super. Die dicke Sohle wirkt dann am Fuß aber etwas gewöhnungsbedürftig. Zumindest war das jetzt mein erster Eindruck. Ich überlege jetzt mal kurz, was für ein Outfit darauf wunderbar aussehen könnte und melde mich dann gleich mit den On-Body-Shots bei euch zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Schuhe behalten werde. Ich meine, wir reden hier immer noch von 750 Euro. Das ist eine verdammt große Menge an Geld. Der Schuh macht einen wirklich soliden Eindruck. Ich schaue jetzt nochmal in Ruhe. Ich merke momentan, dass ich meinen Style tatsächlich eher, also nicht weg von Sneakern, aber wieder mehr den Fokus auf Doc Martens Stiefel oder einfach ein bisschen schickeres Schuhwerk lege. Lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr von diesen Dior Loafern haltet. Würdet ihr euch unabhängig vom Preis ein solches Paar Schuhe kaufen? Muss natürlich nicht von Dior sein, sondern Loafer grundsätzlich. Ansonsten, falls nicht, lasst mich auch gerne wissen, was ihr momentan gerne als Sneaker-Alternative tragt. Also wie gesagt, Loafer, Doc Martens Stiefel. Alles in diese Richtung gehend und dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet eine unterhaltsame Zeit mit diesem Video. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, sollte es euch gefallen haben. Wir sehen uns, je nachdem wann dieses Video online geht, entweder nächsten Mittwoch oder nächsten Sonntag. Vergesst auch nicht, mir gerne auf Instagram zu folgen, entweder beim Hauptkanal @jd, um den europaweit, weltweit coolsten Opa zu sehen oder auf ByJD für meinen persönlichen Style. Ja, damit verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Tschüss.